Aber eine historische Arbeit, die praktisch auch mich persönlich betrifft, kann ich vorlesen. Von dem Historiker Dmytro Myshkov: Die Deutschen in der Ukraine während der Besatzung 1941 bis 1944. Es geht also um die Deutschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in die Ukraine und Krim und auf die Krim aus Deutschland aus umgezogen sind und was sie während der Besatzung gemacht haben, 1941, 1944. Nach einer Massenübersiedlung deutscher Bauern in das nördliche Schwarzmeergebiet im ersten Drittel sowie aus Kongresspolen nach Wolinien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelten sich beide Regionen zu den wichtigsten deutschen Siedlungsgebieten im Zarenreich, im russischen Zarenreich. Unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges lebten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine mehr als eine halbe Million Menschen deutscher Herkunft, davon ca. 350.000 im nördlichen Schwarzmeergebiet und ca. 200.000 in Wolinien. Wahrscheinlich eine krasse Neuheit für sehr viele. So. Ihrer sozialen Herkunft nach blieben die meisten Ukraine-Deutschen, wie auch ihre von den Zaren ins Land gerufenen Vorfahren, bis in die 1930er Jahre Bauern. Dem Selbstverständnis der bis in die 1870er Jahre rechtlich privilegierten Schwarzmeerdeutschen lagen Vorstellungen von besonderen Beziehungen zur russischen Monarchie zugrunde, in deren Auftrag sie unwirtliche Gebiete wirtschaftlich erschließen sollten. Nach einer schwierigen und vielerorts auch opferreichen Phase der Anpassung gingen die deutschen Siedler in den Steppenregionen zum marktorientierten Getreideanbau über. Die damit einhergehende wirtschaftliche Konsolidierung wurde ab den 1840er Jahren von der günstigen Weltmarktkonjunktur positiv begleitet. Vor dem Hintergrund einer spürbaren Prosperität identifizierte sich die nachwachsende Generation der Schwarzmeerdeutschen immer mehr mit ihrer neuen Heimat, wobei die deutschsprachige Presse der Kolonisten zur Entstehung einer lokalen Identität beitrug. Die Oberschicht der Kolonisten arbeitete zudem eng mit den russischen Behörden zusammen. Ab 1864 war sie stark in den Semtsow und lokalen Administrationen sowie 1905 auch in politischen Parteien vertreten. In Anbetracht der internationalen Entwicklungen und der 100-Jahr-Feiern anlässlich der Gründung vieler Kolonien in Südrussland setzte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Diskussion in der russischen Öffentlichkeit über die ökonomischen Ergebnisse, aber auch die politischen Risiken der deutschen Kolonisation ein. Semstwo ist ein Landrat sozusagen, ein Rat aus lokalen Bewohnern. So, in der russischen Publizistik wurde die deutsche Frage zu einem Thema intensiv geführter Debatten. So geht's weiter, Leute. Soll ich weiterlesen? Ja, nein, vielleicht. Ich schätze mal, das 30, 39 werden wahrscheinlich 30 schlafen, ha? Mach weiter. Na gut, dann mache ich weiter. Zugleich wurde in den zahlreichen Jubiläumsschriften von und über Kolonisten ein historisches Narrativ bedient, in dem die deutschen Bauern, Handwerker und Unternehmer im nördlichen Schwarzmeergebiet als loyale, wirtschaftlich erfolgreiche russische Untertanen dargestellt wurden, die allerdings eine
gegenüber ihren Nachbarn abgeschlossene Gemeinschaft geschaffen hätten. Also warum das mich persönlich betrifft, meine Großeltern, die stammen ja auch aus solchen Gemeinschaften. Das waren wirklich geschlossene Gemeinschaften, teilweise in Siedlungen zusammengefasst. Es waren viele deutsche Siedlungen auf der Krim und in der Ukraine und die hatten sogar, das ist sogar so weit gegangen, dass die in den 2, 3 Jahrhunderten, die sie in Russland verbracht hatten, sogar eigene Dialekte entwickelten, so wie Sächsisch oder Bayerisch hatten sie drüben. Gab zum Beispiel ein Dialekt, das hieß Pelemeser. Pelemeser, keine Ahnung, was das bedeutet, hat mir mein Großvater immer erzählt. Und so weiter. Da gab es viele Dialekte. Und die haben wirklich, und das führte sogar dazu, dass die auch die heiraten und so weiter, das wurde immer untereinander gemacht. Die haben sich komplett isoliert von den Russen dort. Es waren wirklich komplett isolierte, geschlossene deutsche Gesellschaften. Wenn mal ein Nichtdeutscher reinkam, dann nur ausnahmsweise. Also weiter geht's. Also meine Großeltern waren da auch auf der Krim. Während im Süden des Zarenreichs sich die ersten Anzeichen für eine Identitätsbildung schon Mitte des 19. Jahrhunderts abgezeichnet hatten, verzögerten sich diese Prozesse unter den Wolinien-Deutschen erheblich, vor allem wegen ihrer späteren, nicht organisierten Ansiedlung, aber auch aufgrund einer hohen Fluktuation der Siedler, die in der Regel das Land lediglich gepachtet hatten. Trotz einiger Spannungen zwischen den Deutschen und der sie umgebenden Bevölkerung infolge der wirtschaftlichen Konkurrenz wurde die Zeit vor 1914 sowohl von den Ukraine-Deutschen als auch in der Geschichtsforschung als goldenes Zeitalter betrachtet. Das Leben der deutschen Gemeinden auf dem Lande und in den Städten war in dieser Zeit durch Wohlstand und die Tätigkeit vielfältiger sozialer, kultureller und Bildungseinrichtungen geprägt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte diese Entwicklung ein jähes Ende. Unter dem Druck der Militärführung, der antideutschen Stimmungen in der Gesellschaft sowie der chauvinistischen Presse wurden 1915 Gesetze zur Einschränkung des Landbesitzes bzw. der Bodennutzung verabschiedet. Ihr könnt euch vorstellen, wie es den Leuten, wie die Leute gemobbt wurden und so weiter, wenn Russland Krieg mit Deutschland führt und du lebst als Deutscher innerhalb von Russland in einer geschlossenen Gesellschaft. So, von diesen Gesetzen waren neben den Angehörigen feindlicher Staaten auch die russischen Untertanen deutscher Herkunft in den westlichen und südwestlichen Gebieten des Zarenreichs betroffen, deren Grundstücke in einem ca. 100 bis 150 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zu Österreich-Ungarn bzw. am Schwarzen Meer lagen. Nach dem Durchbruch der Mittelmächte auf der galizischen Front wurden 1915 und im Frühjahr 1916 ca. 200.000 Deutsche aus Wolinien und den benachbarten Governments ins Landesinnere an die Wolga und in die Governments Tula, Orel, Kursk deportiert. Also da ging schon los. 1915 ging die Deportation dieser Deutschen los ins Landesinnere. Also Zwangsvertreibung, Zwangsumsiedlung. Warum? Weil man sie halt als Gefahr ansah, wegen Sabotageaktionen und so weiter. So, und die Aufhebung dieser sogenannten Liquidationsgesetze und der Verbote zur Ausübung der deutschen Sprache sowie die Rückführung und Entschädigung der deportierten Wolinien-Deutschen gehörten zu den wichtigsten Forderungen, die die Vertreter der Deutschen in Russland 1917 an die provisorische Regierung richteten. Wie ihr wisst, bis 1917 war Russland eine Monarchie, also ein Zar, ein Imperator regierte quasi das russische Imperium, das russische Reich. Und 1917 im Februar gab es diese bourgeoisistische Revolution, da gab es diese provisorische Regierung, der Zar wurde abgeschafft und die provisorische Regierung sollte die Macht übernehmen und dann
Im Oktober gab es die bolschewistische Revolution, da haben die Bolschewisten die Macht übernommen. So. Während der Besatzung der Ukraine 1918 durch deutsche und österreichische ungarische Truppen standen die ehemaligen Kolonisten unter deren Schutz. Also ich habe praktisch, ich habe vor, so eine Videoreihe zur russischen Revolution zu produzieren und ich bin gerade davor 1905 quasi stehen geblieben. Ich müsste also ab 1905 weitermachen. Kurz, als 1917 die bourgeoisische Revolution stattfand, der Zar wurde abgesetzt und seine Familie, no, im Oktober 1917 dann die bolschewistische Revolution stattfand, kamen die Bolschewisten an die Macht in Russland und es herrschte ja immer noch der Erste Weltkrieg. Also sprich, Russland war im Kriegszustand gegen Deutschland. So. Dann die Deutschen haben aber versucht, hier Frieden zu schließen gegen Russland, separaten Frieden, damit sie all ihre Kraft an die Westfront schicken können gegen die Franzosen und die Briten und die USA. Ja? So. Und haben die Deutschen, das kam also von der deutschen Seite, der Vorschlag, Frieden ohne Reparationen und Annexionen. Der Vorschlag kam von der deutschen Seite. Und die Bolschewisten haben gesagt, die waren jung und naiv, die haben gesagt, okay, wir lösen alle Armeen auf, alle Proletarier, also Arbeiter, das Arbeitervolk auf der ganzen Welt muss sich vereinen. Der Krieg ist nur durch die Imperialisten, also durch Kapitalisten aufgesetzt. Wir haben zum Beispiel wir Russen Arbeiter, wir haben nichts mit den Arbeitern, Fabrikarbeitern in Deutschland zu kämpfen. Da gibt es nichts zum Teilen. Wir haben nichts. Die haben nichts und wir haben nichts. Es gibt nichts, keinen Grund zum Kämpfen, um Krieg zu führen. Der Krieg wird geführt, um Kolonien aufzuteilen. Zwischen dem Imperium und dem Imperium. Und das stimmt ja auch, ist ja so. Ging ja der Erste Weltkrieg ging ja um Kolonien. Und deswegen waren die Bolschewisten so blöd und haben gesagt, wir lösen die Armee auf. Haben sie die Armee aufgelöst? Dann gab es diese Friedensverhandlungen mit Deutschland, diese über den Separatfrieden. Und dann haben die Bolschewisten auch gesagt, okay, also Frieden ohne Reparationen und ohne Annexionen. Also es wird kein Land besetzt, Status quo quasi, und keiner bezahlt jemandem irgendwelche Entschädigungen ohne Reparationen. Aber die Deutschen haben gesehen, die Bolschewisten lösen die Armee auf. Die haben keine Armee mehr und wir könnten eigentlich Ukraine besetzen und dort Lebensmittel für Deutschland, weil Deutschland in einer Blockade stand, dank Großbritannien im Ersten Weltkrieg, stand Deutschland komplett unter Seeblockade, komplette Blockade. Und deswegen gab es auch ein Hungerleiden in Deutschland. Und da wurde versucht, Lebensmittel aus der Ukraine. Haben die Deutschen gesagt, wir besetzen jetzt die Ukraine. Die Bolschewisten haben ja nichts mehr. Also besetzen wir die Ukraine und holen uns von dort die Lebensmittel für die Bevölkerung in Deutschland. Aber leider für Deutschen, leider für Deutschen, ging es halt nicht so leicht. Das ist wieder ein Teil der Geschichte über die russische Revolution. Aber kurz gesagt, also. Da hat sich Volkswiderstand und so weiter, da gab es Aufstände, da haben die Deutschen eigentlich richtig ins Wespennetz gegriffen. Das war ein großer Fehler, das zu machen. Aber kurz, damit ihr wisst, warum Deutschland Ukraine besetzt hat 1918, genau deswegen. So. So, neben der von der ukrainischen Regierung befürworteten nationalpersonalen Autonomie wurde von Pastor Immanuel Winkler das Projekt einer deutschen Kronkolonie Krim-Taurien entwickelt. Das unter anderem auch die Erteilung der Reichsangehörigkeit nach Sammellisten vorsah.
Die Aussicht auf eine dauerhafte außenpolitische Anbindung der Ukraine an das Deutsche Reich bewogen die Deutschen auf dem besetzten Gebiet der Ukrainischen Volksrepublik und der Krim zum Kauf von Kriegsanleihen für insgesamt 60 Millionen Goldmark. Die Selbstschutzeinheiten, die auch in manchen mennonitischen Dörfern zum Schutz von Plünderungen organisiert wurden, existierten auch nach dem Abzug der deutschen und österreichischen ungarischen Truppen aus der Ukraine weiter. Also sozusagen Milizen, aber ist ja klar, Ordnung, für Ordnung muss man schon sorgen. Sonst wird geraubt und gemordet. Während in der Nähe von Chortisaer, Nikolaipoler und Molotschneier Siedlungsgebieten die Armee des ukrainischen Anarchisten Nestor Makhno die Hauptfigur darstellte, kämpften die Bewohner deutscher Siedlungen bei Odessa 1919 auf der Seite der Weißgardisten gegen die regulären Einheiten der Roten Armee. Also Nestor Makhno war ein Anarchist. Anarchie bedeutet keine Regierung. Also komplett ein Land ohne Regierung. Das war seine Idee. Die Bauern leben in ihren Bauerngebieten und betreiben ihre Bauernwirtschaft und niemand sagt ihnen, was zu tun ist. Das war praktisch die Idee von Nestor Makhno, natürlich rückständig, weil wer soll dann die Stadt ernähren, wenn die Bauern das tun, was sie tun wollen? Das funktioniert so nicht. Nestor Makhno war ein Alliierter von den Roten, also von den Bolschewisten, und kämpfte dementsprechend gegen die Weißen, gegen die Weißgardisten. So, nachdem im April 1919 die Bolschewiki in dieser Region für mehrere Monate an die Macht gekommen waren, brach in Mannheim, Groß Liebenthal und in anderen Dörfern ein Kolonistenaufstand gegen ihre Politik der Konfiskation und Getreidebeschaffung aus. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wobei die Deutschen von ihren bulgarischen und ukrainischen Nachbarn aktiv unterstützt wurden. Also es gab sämtliche Aufstände. Warum Mannheim, Großliebenthal und anderen Dörfern? Weil diese ganzen Dörfer, diese ganzen deutschen Siedlungen auf der Krim, in der Ukraine, sie bekamen Namen von deutschen Städten. Die bekamen Namen, wie die Städte in Deutschland hießen. Wir hatten zum Beispiel in Kasachstan eine Siedlung namens Berlin. Berlin hieß die Siedlung. 100 Jahre nach dem Beginn der Einwanderung markierte der Erste Weltkrieg eine tiefe Zäsur in der Geschichte der Ukraine-Deutschen. Denn während des Krieges wurden sie sowohl im wirtschaftlichen als auch im kulturellen Bereich zu einer diskriminierten Minderheit. Vielfache Einschränkungen führten nach der Revolution dazu, dass in der damaligen Ukraine sowie auf der Krim und in anderen wichtigsten Siedlungsgebieten von den Deutschen große Anstrengungen unternommen wurden, ihre politischen Interessen in der verfassungsgebenden Versammlung vertreten zu lassen. Vor dem Hintergrund der blutigen Auseinandersetzungen war die deutsche Besatzung des Jahres 1918 und die Aufstellung des bewaffneten Selbstschutzes zweifellos eine prägende Erfahrung, an die viele Ukraine-Deutschen sich im Sommer 1941 erinnern sollten. So. Infolge des Ersten Weltkrieges und des anschließenden Bürgerkrieges sowie der Revolution mussten viele Deutsche, darunter auch Bewohner der westlichen und südwestlichen Grenzgebiete, das Land verlassen. Den Kriegsgefangenen russlanddeutscher Herkunft, die in Deutschland geblieben sind, schlossen sich die Russlanddeutschen an, die mit der Weißen Armee über Schwarzmeer, Häfen oder Landesgrenzen geflohen waren. Natürlich sind nicht alle Russland- und Ukraine-Deutschen auf der Weißen Armee-Seite gewesen, sondern es gab auch viele auf der Roten Armee-Seite. Viele fanden zuerst auch in den bessarabischen Kolonien jenseits der rumänischen Grenze Zuflucht. Die Emigration der Deutschen aus Russland führte zur Entstehung einer Diaspora, aus der in den 1930er Jahren das Personal für die Planung und die Umsetzung
der nationalsozialistischen Lebensraumpolitik im östlichen Europa rekrutiert wurden. Darunter muss ich sagen, war der Reichsleiter Ost, Alfred Rosenberg, gewesen. Das war die rechte Hand von Adolf Hitler. Und es war ein sogenannter Russlanddeutscher, war eigentlich aus Lettland. Aber Lettland gehörte ja vor der Revolution zum russischen Zarenreich. Und ich muss sagen, diese Leute hatten sehr viel Antisemitismus im Sinne und viel, sehr stark haben sie den Antisemitismus auch nach Deutschland mit importiert. Sehr stark. Das war sehr, 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 sehr große Wirkung. Der Alfred Rosenberg war der, überhaupt der Hauptantisemit des Dritten Reichs. So. In der sowjetischen Nationalitätenpolitik wurden den nationalen Minderheiten in den Jahren 1923 Zugeständnisse gemacht. Vor allem in der Sprachpolitik. Die Kolonisationspolitik hatte die Sowjetisierung nicht russischer Minderheiten zum Ziel. Also was heißt das? Dass die Bolschewisten das Land, um das Land zusammenzuhalten, weil Zarenreich bestand nur aus Gewalt, wurde durch Gewalt zusammengehalten und dann wurde die Armee entlassen, also man hatte quasi überhaupt keine Gewalt mehr. Und die Bolschewisten haben gesagt, um das Land zusammenzuhalten, schaffen wir eine liberale Politik. Das heißt, es wurden überall Minderheiten zugelassen und Volksbesonderheiten. Während das Russische Reich eine chauvinistische Politik betrieb, das heißt, es gibt nur Großrussland und jeder hat das praktisch die russische Sprache zu lernen und hat sich daran zu halten, dass er überall Russisch redet, so hat es in der Sowjetunion Unterteilung auf die Gebiete gegeben und es wurden 15 Republiken ausgegrenzt, also nicht ausgegrenzt, sondern Grenzen wurden von 15 Republiken fest verzeichnet. Das war darunter auch Weißrussland, Ukraine, Kasachstan, Usbekistan, Tuv-Republik, die Kirgisistan, Tadschikistan, Georgien und so weiter. Also 15 Republiken wurden gebildet und in diesen Republiken auch noch ethnische Minderheiten überall offiziell anerkannt, so dass sie ihre Sprache praktisch nutzen durften und auch in den Schulen, das wurde auch in der Schule unterrichtet in dieser Sprache. Ich persönlich muss sagen, in Kasachstan habe ich im Jahr, als ich in die Schule ging, 1979 bin ich geboren, also mit 6 Jahren bin ich in die Schule, also 84, 85 bin ich in die Schule, ich glaube 85, ja. Da habe ich praktisch Deutschunterricht gehabt. Deutsch als Muttersprache. Es gab Deutsch als Fremdsprache ab der 3. Klasse und ich habe Deutsch als Muttersprache ab der 1. Klasse gehabt. In Kasachstan. Das ist meine persönliche Erfahrung. So, in der Praxis bedeutet das zu einem die Organisation von ethnisch zusammengesetzten Rajons heißt Gebiete und Dorfräten und zum anderen die Auflösung von deutschen und mennonitischen überregionalen Selbsthilfeverbänden, die vom Staat und von der Partei nur schwer zu kontrollieren waren. So wurden der Verband südrussischer Kolonisten und Bürger germanischer Rasse sowie der mennonitische Verband der Bürger holländischer Herkunft, gab auch scheinbar eine holländische Minderheit in Russland, wurden praktisch aufgelöst und
vielen ihrer ehemaligen Mitglieder das Stimmrecht entzogen, während die Zahl der nationalen Rajons, also Gebiete, in der Ukraine von 5 im Jahre 1925 in den beiden Folgejahren bis auf 7 angestiegen war, also 7 nationale Gebiete quasi gebildet. Und die Zahl der Dorfsowjets sich im gleichen Zeitraum von 117 bis auf 237 verdoppelte. Die von den Bolschewiki dominierten Räte bzw. Exekutivkomitees auf der Rajonebene, auf der Gebietsebene, hatten den Auftrag, die Politik der Zentrale in den kompakten deutschen Siedlungsgebieten umzusetzen. In den Propagandaabteilungen der lokalen Parteikomitees waren die mit deutschsprachigen Kommunisten aufgrund des Mangels an ukraine-deutschen Kommunisten oft mit ehemaligen Kriegsgefangenen der Politemigranten besetzten deutschen Sektionen für die Agitation der Parteipolitik verantwortlich. Die Ergebnisse der liberalen Minderheitenpolitik der 1920er Jahre in den deutschen Siedlungsgebieten waren ambivalent. Die minderheitenfreundliche Sprachpolitik sorgte für eine gewisse Belebung nationaler Kulturen. Von den Bolschewiki wurde sie vor allem als ein Mittel betrachtet, die Bevölkerung nicht-russischer Regionen für den Aufbau des Sozialismus zu gewinnen. Nachdem diese Aufgabe erfüllt zu sein schien, ging die Sowjetführung zur radikalen Umgestaltung des Landes über. Das ist jetzt ein Fehler von dem Arbeiter. Sozialismus wurde nicht fertig gebaut, das ist klar. Das war damals einfach das Problem, dass die es wurden die Kolchosen gebildet. Also praktisch die ganzen, wenn in einem Dorf viele einzelne Wirtschaften waren, wurden sie zu einer Einzelwirtschaft zusammengesetzt, um ein großes Stück Land zu erhalten. Dieses Stück Land mussten die ganzen Siedler oder Dorfbewohner zusammen bearbeiten. Anstatt dass jeder sein einzelnes kleines Stück bearbeitet, haben sie zusammen ein großes Stück Land bearbeitet. Das bedeutet, ich kann viel effektiver Landwirtschaft betreiben. Ich kann statt uralter Zweifeldernwirtschaft, kann ich die moderne Dreifeldernwirtschaft betreiben. Ich kann zum Beispiel einen Traktor anschaffen für den Ertrag aus diesem Land, aus dem Stück Land, kann ich einen Traktor anschaffen, der halt viel schneller arbeitet als Pferde, ist ja klar. Und das war halt vorher nicht möglich, wenn jeder sein kleines Stückchen bearbeitet, kannst du keinen Traktor beschaffen. Das war nicht zu tragen quasi. Und das Problem war aber dabei, dass um die Traktoren herzustellen, mussten erst Universitäten gebaut werden, die Menschen ausgebildet werden in diesen Universitäten, also Ingenieure, die dann die Traktoren entwickeln. Dann mussten die Fabriken gebaut werden, die diese Traktoren bauen werden, und die Arbeiter ausgebildet werden. Und dann konnten erst die Traktoren gebaut werden. Und damit das funktioniert, da Russland eine Agrarwirtschaft war, das gesamte Russland war ein Agrarland, musste zu einer neuen ökonomischen Politik umgestellt werden, kurzfristig. Das war, bedeutet, die Bolschewisten waren zwar für Sozialismus, aber es musste kurz auf Kapitalismus zurückgewichen werden, damit man Sachen verkaufen kann ins Ausland und vom Ausland Sachen ankaufen kann. Und das ist praktisch hier passiert. So. Die überwiegend ländliche deutsche Bevölkerung in der ukrainischen Sowjetrepublik und in der übrigen UdSSR wurde von einer forcierten Kollektivierung der Landwirtschaft und dem Kampf gegen die Kulaken erfasst. Ja, dieser Kampf gegen die Kulaken ist natürlich eine Geschichte für sich.
eine traurige Geschichte, die sehr viele Opfer nach sich gezogen hat. Das wurde so ohne Hirn und gemacht, dass wirklich ein Verbrechen viel zu schnell, viel zu undurchdacht und einfach ohne Hirn. Da wurden Leute hingerichtet ohne Wenn und Aber. Muss man wirklich verurteilen. Kulaken, also Kulaken. Eigentlich heißt es Kulak. Ein Kulak, Kulaken ist Mehrzahl. Es waren praktisch die Leute, die andere Leute für sich haben arbeiten lassen. Es war verboten, als die Bolschewisten die Macht ergriffen haben, haben sie verboten, einem Bauer Angestellte einzustellen. Ja? Das bedeutet, du hast jetzt kein Recht, dem einem anderen Geld zu geben, damit er für dich arbeitet. Du hast gefälligst deine Arbeit selbst zu machen. Und trotzdem wurde das gemacht, wieder und immer wieder. So, und das ist eben, darauf stand eben die Todesstrafe. Also nicht unbedingt Todesstrafe, also je nachdem, in welchem Ausmaß man es betrieben hat. Ja. Und meine Urgroßväter wurden alle hingerichtet, alle. Nicht ein Urgroßvater von mir hat überlebt. Das bedeutet, dass sie nicht nur, also ich vermute, ich habe jetzt mal von Russland diese Verurteilung an Dokumente angefordert. Das dauert ein bisschen, die zu kriegen. Man hat, ich denke, nicht nur die nach Straftatbestand die Leute auch hingerichtet, sondern es wurde auch sehr viel Willkür betrieben. So, das ist meine persönliche Vermutung. Dass da nicht so sehr auf Straftatbestand geachtet wurde. Ob hat er jetzt wirklich Leute angeheuert oder hat er einfach war einfach erträglich, hat er mehr Ertrag gehabt als andere und hat deswegen statt einer Kuh hat er vier Kühe gehabt und wurde gleich zu den Kulaken eingetragen. Also wenn einer schon ein bisschen mehr hatte als der andere, wurde er oft als Kulake eingetragen, obwohl der es nicht war. Also es war verboten, Leute einzustellen, für sich arbeiten zu lassen. Es war verboten, auch Geld auszuleihen mit Prozente. Das war komplett verboten. Trotzdem haben es viele gemacht. Weil der arme Bauer, der hat kein Geld, muss man sich vorstellen, der hat kein Pferd. Also geht er zu dem Kulaken, der 5 Pferde hat oder 20 Pferde, und dann leiht er sich von dem ein Pferd, und dann der Kulak sagt: Okay, du bringst mir mein Pferd in einer Woche wieder, und dazu kriege ich von dir eine Tonne Weizen. Und der andere erwirtschaftet insgesamt 1,2 Tonnen Weizen und eine Tonne muss er an den für sein scheiß Pferd abgeben. Und das führte zur Verarmung der Bauern die ganze Zeit. Also das, was die Bolschewisten eigentlich vermeiden wollten, wogegen sie angekämpft haben, was im Zarenreich eigentlich schon seit Jahrhunderten geschah. Das wollten die ja bekämpfen. Und das wurde durch diese Kulakenpolitik dann versucht zu bekämpfen und dadurch, also auf diese Weise oft viel zu brutal, einfach viel zu brutal, viel zu schnell. Man hätte das viel langsamer angehen müssen und die Leute viel mehr ausfragen, Beweissammlung und so weiter. Das müsste viel, viel, viel besser passieren. Stattdessen haben wir, ah, der hat 4 Kühe und der hat 3 Kühe, also der ist ein Kulake, erschießen. Und dann sind die Leute hingerichtet worden. Weil sie sich einen höheren Stand der Arbeit haben. Ja, also es gab wirklich Leute, die haben tatsächlich andere ausgenutzt.
Oma, sonst kommt es ja nicht. Es gab ja auch diese Komitees in den Dörfern, die wirklich die Armutskomitees hießen, diese Komitees. Und da waren nur arme Bauern und die haben halt genaue Informationen gesammelt über die reichen Bauern und haben gesagt, ihr habt die Woche den und den angestellt für 3 Cent in der Stunde. Ja, muss man vorstellen, für 3 Cent in der Stunde musst du arbeiten, sonst hast du überhaupt nichts. Dann da hat er sein 3 Tonnen Getreide hat er im Wald eingegraben, obwohl es eigentlich festgelegt wurde, dass von deiner Ernte 25% an den Staat abzuführen hast, weil es gibt ja auch eine, zum Beispiel, es gibt auch Städte und in den Städten leben Leute, die in Fabriken arbeiten oder zum Beispiel Kulturarbeiter, die wo im Theater spielen oder im Kino. Und die haben keine Zeit, Land zu beackern und Weizen anzubauen, sondern die machen andere Aufgaben. Aber dafür muss vom Dorf Weizen in die Stadt kommen. Und deswegen muss jeder Bauer zum Beispiel 25% von seiner Ernte an die Stadt abführen. Was machen die Großbauern? Der erntet 5 Tonnen und 3 Tonnen oder 4 Tonnen gräbt er im Wald ein, irgendwo nur an einer Stelle, wo nur er weiß, wo das ist. Und dann sagt er, ich habe dieses Jahr nur 1 Tonne geerntet. Und davon gibt er 25% ab an die Stadt. Ja. Und das war eben strafbar. Und du hast nicht so viele Leute gehabt. Die Bolschewisten haben nicht so viele Leute gehabt, dass sie das überwachten. Natürlich kannst du nicht alle Leute überwachen. Das ist Quatsch. Aber die haben halt in den Dörfern diese Armutskomitees gebildet. Und da haben diese armen Bauern, die haben gesagt, die haben das auf die Nachbarn Obacht gegeben, haben geschaut, wer wo was hat und wo wer was versteckt. Und haben diese Informationen an die Regierung weitergegeben. Genau. Und von meiner Schwiegermutter weiß ich zum Beispiel, dass ihre Eltern das gemacht haben. Und das gibt sie zu. Ich habe mit ihr schon oft diskutiert. Das war verboten. Ich habe ihr gesagt, das war verboten. Und die haben das gemacht. Aber das Krasse ist, dass ihre Großeltern nicht hingerichtet wurden. Sie bekamen 5 Jahre, einer der andere 10 Jahre. Und einer wurde einfach nach Kasachstan umgesiedelt, zwangsweise umgesiedelt. Hingerichtet wurde keiner. Und meine Großväter, also Opas, wurden alle hingerichtet, alle. Ich habe jetzt mal, also wenn ich das mal, wenn ich die Dokumente erhalten habe, dann mache ich da noch einen Beitrag vielleicht dazu. Schon krass. Aber mir kommt es wirklich nach einer Willkür vor. Weil wenn man wirklich Streit mit jemandem hatte, der ein bisschen Macht hatte, der konnte dich so leicht hinhängen, das war wirklich krass. Ich lese auch viel in der Literatur, in der russischen Literatur, wie das alles ablief. Das war teilweise, das war nicht schön. Das war wirklich heftig. Wie diese Leibeigenen da gelebt haben, die waren oft wie Tiere, wurden sie gehalten. Da war, ich glaube, Sklaverei war sogar schöner. In den USA war die Sklaverei sogar schöner dagegen. Obwohl eigentlich alles scheiße, also wenn du das so siehst, alles scheiße gewesen. So. Was steht hier weiter? Innerhalb weniger Monate wurden im ganzen Lande 50 bis 60 bis 65.000 Deutsche und Mennoniten aufgrund ihres tatsächlichen oder vermeintlichen Widerstandes gegen die Kollektivierung und die Getreidebeschaffung ins Landesinnere deportiert. Genau, davon ist hier die Rede. Kollektivierung ist die Bildung von Kolchosen, also Zusammenlegung aller Landesstücke. Und Getreidebeschaffung ist das, was ich sage, mit von der Ernte 25% an die Stadt abführen. Das musst du halt machen und fertig. Und da haben sich viele geweigert und genau. Unter den in ihren Ortschaften verbliebenen Deutschen wurden konterrevolutionäre Gruppierungen entdeckt und das Personal von Partei und Sowjetorganen wurde in mehreren Wellen gesäubert. Hingerichtet und so weiter. Ja, genau.
Was muss ich sagen? Ich meine, klar kotzt es mich an. Ich hasse es auch, Steuern zu zahlen. Ich mag nicht Steuern zahlen, ich hasse es. Aber die müssen bezahlt werden. Sonst landest du im Knast. So einfach ist das. Und genauso war es da. Die waren halt seit drei, was weiß ich, 200, 300 Jahren, waren sie daran gewohnt, dass alles, was sie geerntet haben, ihnen gehört und sie verkaufen es zu dem Preis, zu dem sie möchten. Und da waren sie daran gewohnt und plötzlich mussten sie 25% abführen an die Stadt und das zu einem festgelegten Preis. Und das wollten sie halt nicht. Aber es ist Gesetz und ans Gesetz muss man sich halten. Und wenn du es nicht machst, dann passiert halt Scheiße. Und genau das ist passiert. So, die Lage der Sowjetdeutschen wurde nach der Machtübernahme Hitlers in Deutschland noch dramatischer. Das ist das, was ich immer sage. Diese Hitlers Machtübernahme, sie hat überall, in Deutschland hat er zwar super aufgeräumt und so weiter, aber es führte zu Gegenreaktionen überall in allen anderen Ländern. So, die Sowjetdeutschen wurden sie vom Regime zusätzlich als Handlanger nationalistischer und faschistischer Organisationen, als antisowjetische, mit deutschen Faschisten in Verbindung stehende Elemente betrachtet. Musst du mal vorstellen. Jetzt lebst du auf dem Land und machst dein Ding und plötzlich bist du der Hitler sein Handlanger. Weißt du, und da geht echt die Kappe hoch. So, zwischen 1933 und 1936 waren Ukraine-Deutsche, die aus dem Deutschen Reich finanzielle Hilfe erhalten hatten, staatliche Repressalien ausgesetzt. 1935 wurden eine Zwangsumsiedlung von Polen und Deutschen aus den westlichen grenznahen Gebieten nach Kasachstan angeordnet. Das ist die Gegenreaktion von dem, was der Hitler betrieben hat. Da hat der Stalin gesagt, dann hauen wir uns die ganzen Deutschen, die da an der Grenze wohnen, ab nach Kasachstan. Da kann ich mich persönlich beim Führer bedanken für diesen Scheiß, dass ich dann in Karaganda auf die Welt kam, wo es im Winter minus 40 war, anstatt auf der Krim, wo plus 10 im Winter war. Weißt du? So, ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichten die Repressalien während der Durchführung der sogenannten nationalen Operationen. Dabei handelte es sich um eine gezielte Verfolgung der als konterrevolutionär stigmatisierten Minderheiten. Der Verfolgung der Deutschen wurde dabei das oberste Priorität beigemessen. Im Laufe der deutschen Operationen erfolgten mehr als 65.000 Verhaftungen, wobei der durchschnittliche Anteil an verhängten Todesurteilen 70% betrug. 70% an Todesurteilen. Und in einigen Regionen sogar über die 80%. Meinst du, dass da viel Wert auf Beweissammlung gelegt wurde? Glaube ich nicht. Da haben sie, was weiß ich, das Haus durchsucht und wenn du ein deutsches Buch hattest im Regal oder vielleicht ein deutsches Flugblatt oder eine deutsche Zeitung, wo der Hitler drauf stand, das war's dann für dich. Da bist dann hingerichtet worden. So, in den unterschiedlichen Kategorien von Personen, die Repressionen ausgesetzt waren, sowie unter allen Gulag-Häftlingen waren die Deutschen überproportional vertreten. Leider auch heute in Russland kaum ein Thema. Die quatschen immer, auch in Russland quatschen sie ständig über politische Häftlinge, über was weiß ich, über alle möglichen Häftlinge, bloß nicht über die Deutschen. Über die Krim-Tataren. Oh mein Gott, die Krim-Tataren, die wurden zwangsumsiedelt, zwangsvertrieben. Oh mein Gott, die 5000 oder 500 Krim-Tataren und über die deutschen Zwangsumsiedlungen redet überhaupt keine Sau. Obwohl sie überproportional vertreten waren.
Ja, in Russland war es wirklich am heftigsten von allen Ländern im Vergleich. Infolge der Repressalien wurde die Gesamtzahl der Deutschen in der ukrainischen Sowjetrepublik vor allem in den Grenzgebieten spürbar dezimiert. Im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes und Hitler-Stalin-Pakt, das ist eine kurzzeitige Phase, also warum es zu diesen Repressalien gegen die Deutschen kam überhaupt? Weil der Hitler 1925, als er im Knast saß, ein Buch schrieb, das hieß Mein Kampf. Und dort schrieb er rein, wir müssen Russland angreifen. Alle anderen Kolonien interessieren uns nicht mehr, wo in Deutschland früher die Kolonien hatte, die interessieren uns nicht mehr, das soll England behalten. Wir nehmen uns Russland vor und machen uns dort eine Kolonie. 1925 hat er das geschrieben. Sogar 1924, aber gut. Und dann halt bei den ganzen Reden und so weiter hat er das immer gesagt. Und 1933 kommt er auf einmal auf die Macht, an die Macht. Und natürlich sagt er auch nichts anderes. Das ist seine Politik gewesen, die ganze Zeit. Ja, und der Stalin, der guckt, jetzt ist der Quatschkopf, der die ganze Zeit sagt, er will uns angreifen. Was mache ich jetzt mit den ganzen Deutschen, die ich da habe im Land? Die muss ich natürlich weghaben. Ja klar, Aktio, Reaktio. Aktion, Gegenreaktion. Ganz einfach. Auf jede Aktion gibt es eine Reaktion, ganz einfach. Und wenn der Hitler sagt, er will jetzt nach Russland ein, dann werden sie halt in Russland schauen, dass die ganzen Deutschen wegkriegen. So, und so ging es dann dahin, ne? Aber die europäischen Länder, die haben natürlich auch eine Politik, versucht, eine Politik zu betreiben, um Deutschland ein bisschen, um sich gegen Deutschland abzusichern. Also es wurden Verträge geschlossen und so weiter. Und die Deutschen haben das als, vor allem der Goebbels, als Einkreisungspolitik bezeichnet. Also als würde die Engländer Deutschland einkreisen wollen von allen Seiten mit Bündnisverträgen und so weiter, dass Deutschland eingekreist ist. So, und um diese Einkreisungspolitik zu brechen, hat dann 1939 der Hitler einen Pakt mit der UdSSR geschlossen. Und das heißt Hitler-Stalin-Pakt. Oder in Russland sagen sie Molotow-Ribbentrop-Pakt, weil das die beiden Außenminister waren, die das damals unterschrieben haben. Nichtsdestotrotz gab es ja Verträge in Deutschland auch schon von anderen Ländern. Wir wissen ja, Münchner Abmachung, da hat auch schon Großbritannien mit Deutschland unterschrieben und so weiter. Die Seeabmachung hat auch Deutschland und Großbritannien unterschrieben. Also ist ja nicht so, dass Sowjetunion das einzige einen Nichtangriffspakt mit Deutschland hatte. Bloß um diese Einkreisungspolitik zu durchbrechen, hat der Hitler mit UdSSR quasi seinem Erzfeind, den er schon in sein Ur-Ur-Ur-Urwerk Mein Kampf als Erzfeind dargestellt hat, er will ihn angreifen und das sind meine Kolonien und das gehört uns, die Deutschen wollen sich da fortpflanzen auf diesem Land. Plötzlich schließt er mit dem einen Nichtangriffspakt, also Hitler-Stalin-Pakt. Es gab vorher noch eine wirtschaftliche Verträge. So, und das war praktisch eine kurze Tauphase. Im August 1939 wurde dieser Pakt geschlossen, aber schon 1900, also Dezember 1939, da hat ja Sowjetunion schon Finnland angegriffen. Und da kühlten sich die Verhältnisse schon wieder. Es wurde zwar weiterhin Handel betrieben, aber mit Annäherung war da nichts mehr. Das ging dann wieder auseinander. Und den deutsch-sowjetischen Umsiedlungsverträgen
1939, 1940, das hatte, die hatten auch zum Ziel, eben diese ethnische Klärung durchzuführen. Dass wir sagen, die ganzen Deutschen, die jetzt in den Grenzgebieten wohnen in der Ukraine, die verschieben wir von der Ukraine nach Deutschland, die sollen dort bleiben. Bevor sie uns hier in den Rücken fallen, wenn der Hitler angreift, schiebe ich die gleich vor dem Krieg nach Deutschland, dann sollen sie dort bleiben. So. Und die ganzen Ukrainer und Russen, die praktisch auf dem deutschen Gebiet wohnten, die wurden dann nach Russland und Ukraine verschoben. Also zwangsumgesiedelt. Also da wurde mit Leuten umgegangen, dass sich die Haare sträuben. So, und davon ist hier die Rede. Im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes und den deutsch-sowjetischen Umsiedlungsverträgen verließen 1939, 1940 ca. 65.000 Deutschen den polnischen Teil Woliniens. Wolinien ist ein Gebiet in der Ukraine. Ca. 55.000 Galizien sowie ca. 90.000 Deutsche, die bis dahin rumänischen Gebieten Bessarabiens und ca. 20.000 die Nordbukowina. Die genannten Gebiete wurden der Sowjetunion übergeben. So. Nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 wurde neben der Einberufung zur Roten Armee eine ganze Reihe von Zwangsdeportationen sowjetischer Zivilisten ins Landesinnere durchgeführt. Und da waren meine Großeltern dabei. Während durch den schnellen Vormarsch der Wehrmacht die westlichen Teile der Ukraine von diesen Umsiedlungen weitgehend verschont geblieben sind, fanden die deutschen Einsatzgruppen und Sonderkommandos östlich des Dnieper und auch auf der Krim überwiegend als Streudeutschtum vor. Das Streudeutschtum vor. Die Mehrheit der Bürger deutscher Nationalität musste dort auf Befehl des sowjetischen Militärs ihre Ortschaften verlassen. Nichtsdestotrotz blieb ein nicht unwesentlicher Teil der Sowjetdeutschen unter deutscher Besatzung. So wurde 1942 ihre Zahl auf dem Gebiet des Reichskommissariats Ukraine von den Besatzungsbehörden auf etwa 200.000 Personen geschätzt. Weitere ca. 130.000 wurden im rumänisch besetzten Transnistrien registriert. Also über eine halbe Million lebten und es blieben noch ca. 200.000 in der Ukraine zurück, Deutsche, Sowjetdeutsche, und 130.000 im rumänisch besetzten Transnistrien. Also man hat fast die Hälfte quasi umgesiedelt nach Kasachstan oder Wolga oder was weiß ich wo, nach Sibirien vielleicht. Und circa die Hälfte blieb immer noch da. In Regensburg, in der Stadt, wo ich wohne, haben sie vor ein paar Jahren so einen Denkmalstein aufgestellt an den Denkmal an den Opfern der Zwangsumsiedlungen quasi und mit dem Hintergedanken, die Leute als Opfer des Stalinismus darzustellen, aber eigentlich der Grund für ihre Umsiedlung war ja der Angriff von Hitler, also nicht von Stalin, nicht Stalin jetzt. Von daher ist es so, ich weiß nicht, sich selbst ein Bein gestellt, so ungefähr. So sehe ich das zumindest, aber kann ja jeder anders beurteilen. Für heute würde ich jetzt Schluss machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Weiter vorlesen beim nächsten Mal. Dauert noch. Wir haben noch ein paar Seiten. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.